Hallo und herzlich willkommen zur Preisverleihung Special Award Workwear Couture. Wie schön, dass ihr alle dabei seid. Ja, ich bin Gisem Emre, der ein oder andere kennt mich vielleicht, und ich freue mich, mit euch zusammen die Gewinner des Awards zu küren. Eine kleine Info vorab, das gesamte Team im Studio wurde bei uns vorab im Labor getestet. Der Special Award Workwear Couture richtet sich an Designstudentinnen und Absolventinnen aus den Bereichen Modedesign, Bekleidungstechnik, Produktentwicklung oder Designingenieure. Der Award findet in Kooperation mit dem European Fashion Award FESH statt. Der europaweit ausgeschriebene Wettbewerb zählt zu den international wichtigsten Förderpreisen. Ja, und heute ist es soweit, der Tag des Awards. Erstmalig hier im Rahmen der Frankfurter Fashion Week. Dazu sind wir heute hier im Kunstverein der Familie Montez im Frankfurter Osthafen. Eine wirklich beeindruckende Location und ein Magnet für alle Kunst- und Designliebhaber. Und dies passt auch perfekt zu unserem Motto, It's a Magnetic World. Kerstin Strauß, Schöpferin und Creative Director bei Workwear Couture und ein Mitglied der Jury, stellt uns jetzt diesen Award vor. Film ab. Ich bin Kerstin Strauß, ich bin Mitschöpferin und Creative Directress von Workwear Couture. In meinem Label vereinbare ich Funktion mit handwerklicher Haute Couture. Wir machen Wow-Pieces für alle Nature Girls und Fashion-Liebhaber. Wir sind überzeugt davon, die Welt braucht eine neue Generation Schneiderkünstler. Wir suchen Nachwuchsmodedesigner mit viel Fantasie und handwerklichem Geschick. Deshalb haben wir erstmals den Special Award Workwear Couture ins Leben gerufen. Unter dem Motto It's a Magnetic World. Mode ist für uns ein Magnet, Textil zieht uns an. Wir lieben Feingeist, Funktion und Form. Wir haben unglaublich tolle Konzepte und Scribbles bekommen und waren richtig beeindruckt von allen Bewerbern. Umso mehr freuen wir uns natürlich jetzt auf das Finale des Awards. Wir danken vor allem auch Murek und dem Kunstverein der Familie Montez dafür, dass wir in dieser coolen Location sein dürfen. Wow, liebe Kirstin. Ja, vielen Dank, liebe Gisem. Ja, wir hatten ein wunderschönes Wochenende und haben so richtig coole Designer gesehen mit ihren Kreationen. Und umso schwerer fällt uns wirklich echt jetzt auch die Entscheidung. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wie die Nachwuchsförderung... Ich glaube, jetzt kommt der Einspieler von Mirek. Vielen Dank, Kirstin. Wir freuen uns, dass wir euch hosten durften. Strauß und Workwear Couture stehen für Design. Die Outfits der Finalistinnen sind wirklich sehr beeindruckend und passen sehr gut zu unserem Kunstverein. Wow, wirklich beeindruckend. Wie die Nachwuchsförderung des Awards aussehen kann konkret, zeige ich euch anhand von Ejejan, dem Award-Gewinner von 2019. Ich bin Ejejan und ich habe Modedesign in Pforzheim studiert. Vor 2 Jahren habe ich beim Fashion Award in der Studentenkategorie gewonnen und arbeite nun mit Kerstin an vielen verschiedenen kreativen Projekten zusammen.
Der Preis bedeutet für mich, einerseits meine Kreativität auszuleben und gleichzeitig zielorientiert anzuwenden. Die Zusammenarbeit, sie fordert nicht nur mein Können, sondern stellt mich auch immer wieder vor neue Herausforderungen und lässt mich ganz neue Wege im Design beschreiten. Wir sind hier in der Strauss CI Factory. Wir sind in unserem Atelier, in dem wir vor allem das Prototyping digital wie auch analog durchführen. Heute bin ich hier mit Etchehan, der vor 2 Jahren den Fashion Award gewonnen hat. Zusammen entwickeln wir viele Couture-Teile, die sich natürlich in den zukünftigen Kollektionen wiederfinden. Unglaublich, was Etchehan alles erlebt hat und vor allem ausprobieren konnte. Ja, umso spannender ist es für unsere Finalisten, wer unter den Top 3 steht. Ja, und alle unsere Designer haben ja eine Toolbox erhalten mit Workwear-Materialien und Magneten. Und daraus wurde das Statement Piece kreiert. Ich habe mir das Wochenende bei Strauss mal ganz genauer angeschaut und würde euch gerne meine Eindrücke ein bisschen schildern und zeigen. Hi, ich bin Gisem, das ist die Strauss CI Factory und ich nehme euch mit auf ein sehr spannendes Workshop-Wochenende. Gerade noch unten, jetzt im Empfang, hier sieht man schon Special Award Workwear Couture. Und wie man sehen kann, 3 Awards. Was das zu bedeuten hat, das zeige ich euch. Kommt mit! Herzlich willkommen bei uns in der Strauss CI Factory. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns schon richtig, wir sind schon richtig gespannt und freuen uns, dass ihr alle hergekommen seid und dass wir mit euch auch das ganze Wochenende verbringen dürfen. Ich mache materielle und immaterielle Mode. Diese Funktion kreativ, die Ästhetisierung von Workwear. Nun bin ich gespannt, was uns alle erwartet. Wir starten jetzt hier auch gleich in der Shuttle-Logistik. Findet der erste Workshop statt zum Thema Veredelung. Ich bin schon mega gespannt, was die DesignerInnen so kreiert und hergestellt haben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommt mit! Ich wollte mich erstmal herzlich bedanken, dass ich bei eurem Workshop zuschauen durfte, weil für mich ist das eine komplett neue Welt. Was sind eure neuesten Fortschritte bzw. eure Visionen im Bereich Nachhaltigkeit? Also Nachhaltigkeit ist für uns ein sehr wichtiges Thema und wir sorgen dafür, dass es in unseren Betrieben im Ausland auch, dass wir zertifizierte Partner haben und dass wir da schon beginnen, eben auf die Dinge zu schauen, um diese Nachhaltigkeit sicherzustellen. So, das war jetzt der erste Einblick von dem Workshop. Ich fand es sehr, sehr spannend und weiter geht's. Digitale Fashion ist ja ein ganz großer Punkt, der ja nicht nur bei digitalen Influencern und digitalen Charakteren zum Tragen kommt. Und das sieht man ganz schön hier, einmal diesen Größenlauf von S bis 2XL, dass wirklich dieser diagonale Print und dieses Logo auf der linken Chest, dass das einfach überall gleich aussieht. Wie ist dieser kreative Prozess an Nuris Styling? Ja. Also das ist, sind ganz viele Menschen daran beteiligt. Das ist mir auch wichtig und sehr schön, dass du diese Frage fragst. So arbeiten wir da zusammen, so wie wir das zum Beispiel auch jetzt hier im Workwear Couture-Bereich mit Kerstin auch gemacht haben, der Creative Directrice von Workwear Couture. Sie hat auch bestimmte Looks für Nuri kreiert, die wir dann im Digital Prototyping dann auch zusammen mit dem Strauss und Workwear Couture gemacht. Den einen Look habe ich sogar gesehen.
Ja, mega, das ist bestimmt total angenehm auch zu tragen. Die muss man fast festnähen. Hallo, liebe Laura. Hi. Erstmal würde ich dich sehr gerne beglückwünschen. Wow, mega Outfit. Und die zweite Sache ist, du darfst Nuri einkleiden. Das ist wahrscheinlich eine Riesenehre für dich, oder? Total. Also ich habe damit absolut noch nicht gerechnet und ich bin sehr stolz, dass es klappt. Lieber Taschkin, wie du vorhin mitbekommen hast, bin ich ein riesengroßer Fan von dir und vor allem von deinem Look. Was sind deine Kernelemente? Ich habe eigentlich zwei Statement-Pieces, das Kleid und die Stiefel. Und da wollte ich das Thema Magnet auf zwei verschiedene Arten umsetzen. Ne? Also hier das Konzeptionelle, die Idee des Magnetfeldes, der Anziehungskraft. Das ist sehr, sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr besonders. Das war's mit dem spannenden Workshop-Wochenende. Danke, liebe Designer und Designerinnen. Danke, liebe Kerstin, und einen großen Dank an das ganze Strauß-Team. Es hat wirklich so viel Spaß gemacht mit euch. Ich habe so viele neue Sachen erlebt, ihr sicherlich auch. Wir hatten gerade die Catwalk schon. Es war so toll, eure ganzen Styles an den Models zu sehen. Ja, umso mehr freue ich mich auf die Workshop morgen. Ja, vielen Dank, liebe Gisem. Es war voll cool, dass du dabei warst. Und wir freuen uns total auf morgen. Tschüss. Wow, es war so, so, so cool. Aber echt. Ihr seid sicherlich schon sehr gespannt, wie die Looks aussehen, die unsere Finalisten kreiert haben. Es sind richtige Kunstwerke bei rumgekommen. Seht selbst auf unserem Catwalk in der CI Factory. Wow, das sind wirklich unfassbar coole Looks mit einer großen Anziehungskraft. Wow. Ja, ich will euch gar nicht zu lange auf die Folter spannen. Das wollen wir nicht, ne? Ich würde sagen, ich stelle euch mal die Jury vor und ich würde gerne mit David beginnen. Hi, ich bin David Schülke. Ich bin Head of HR bei Strauß. Wir bei Strauß sind echte Teamplayer, klar. Die Nachwuchsdesigner sind von ihrem Naturell her eher Individualisten. Das sieht man an den kreativen Entwürfen. Wichtig aber natürlich auch hier der Team Spirit. Wenn das Statement Piece dann umgesetzt wird, muss ein Rad ins andere greifen. Und als nächstes Joachim. Ich bin Joachim Schirmacher.
Creative Consultant in Berlin und leite pro bono seit vielen Jahren den European Fashion Award Fashion. Ich freue mich sehr über die Kooperation mit Engelbert Strauß, verbunden mit einem spannenden Feld der Workwear, vielen Innovationen in Fertigung, Technologien, digitalen Entwürfen. Und bin sehr gespannt, wer die Sieger sein werden. Und zu guter Letzt Jörg. Ich bin Jörg Zuber, Creative Director. In der Welt zu Hause. Träume nicht davon, was ist, sondern was sein wird. Leidenschaft und Disziplin sind mein Motor. Das Leben mit allen Sinnen inhalieren. Meinen Kindheitstraum habe ich zum Leben erweckt. Nonori, mein digitaler Charakter. Unser gemeinsames Motto: Never be silent. Ja, das war alles super spannend am Wochenende. Aber bevor wir zur Preisverleihung kommen, möchte Joachim noch ein, zwei Sätze zu den Designern richten. Normalerweise will man sich die Arbeit leicht machen. Die jungen Talente haben uns die Arbeit sehr schwer gemacht. Wir mussten länger diskutieren. Ich weiß nicht, wen Sie wählen würden von den Outfits, die wir gerade gesehen haben. Gleich kommen die Preise. Dann lassen wir die Award-Teilnehmer nicht mehr allzu lang zappeln und legen direkt los. David, möchtest du den dritten Platz kühlen? Unbedingt. Hi. Komm auf die Bühne. So, super. Ja, Gisem, du hast gerade schon gesagt, 10 Kunstwerke. Und was wir besonders spannend fanden, die Persönlichkeiten dahinter. Ein Riesenkompliment an euch. Ihr seid super tolle Menschen und es hat uns super viel Spaß gemacht. Deshalb ist die Entscheidung nicht leicht gefallen. Platz 3. Unter dem Motto, erwarte das Unerwartete. So ein paar Schlagwörter mit dazu, minimalistisch, funktional und nachhaltig. Der dritte Platz geht an Carina Reich. Kommen wir zu uns. Herzlichen Glückwunsch. So, einmal zu mir. Vielen Dank. So, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Was hat dich an dem Wochenende am meisten begeistert? Wir holen mal schnell das Mikrofon. Ja. Eine Sekunde. So. So, da will ich mal. An so dem Kleid kann man doch auch rennen, ne? So, bitteschön. Dankeschön. Mich hat eigentlich begeistert, überhaupt so einen Einblick in die Factory zu bekommen, wie ihr arbeitet und wie die ganzen Prozesse ablaufen. Hättest du es so erwartet? Nicht so groß, um ehrlich zu sein. Okay, ja. Auch nicht. Ja. Ich war selbst überrascht. Ja, cool. Ja, vielen lieben Dank. Dank und ja, herzlichen danke Glückwunsch. Dankeschön. Dann, ja, bitte, wir machen was mit Mikro. Einmal einhaken, so okay rum. Du nimmst das Mikro auch gleich mit. Mikro ne? Mit, ja. Ciao. Ja, ich würde sagen, wir gehen zu dem zweiten Platzierten direkt über. Lieber Jörg, möchtest du den Zweitplatzierten küren? Sehr gerne, freut mich. Hallo, hallo Gisem, hallo Kerstin. Freue mich hier zu sein und auch das Workshop-Wochenende war für mich auch mega spannend. Absolut. Auch Wahnsinn, euch alle kennenlernen zu dürfen. Ihr habt uns wirklich absolut inspiriert und ich fand es einen richtigen Energiekick, den wir eigentlich alle gekriegt haben, oder Kerstin? Es war doch mega, ja, oder? Ja, es war richtig schön. Also deswegen ist es uns auch super schwer gefallen, ganz klar. Aber es war auch so eine Bereicherung, alle Persönlichkeiten kennenzulernen und es war richtig schön. Genau. Und ja, der zweite Platz, was uns da am meisten fasziniert hat, waren eigentlich die zwei Worte, die wir sehr stark in einer Fusion eigentlich sehen konnten. Das war auf der einen Seite Craftsmanship, was natürlich auch bei Strauß ja ein ganz großer Punkt ist. Und auf der anderen Seite Couture. Und diese Fusion, die fanden wir am besten umgesetzt bei Taschkin Göck. Toll gemacht, Taschkin. Komm zu mir und dein Preis. Und dein Outfit steht auch hier, lustigerweise. Ja, hier, herzlichen Glückwunsch. Sieht mega aus. Also das ist echt klasse. Also ich kann mir das an euch beiden wahnsinnig gut vorstellen. Ich würde es auch echt gerne tragen, ja. Taschkin, jetzt noch ein paar Worte zu dir, wenn du möchtest. Ich gebe dir das Mikrofon.
komm gerne in die Mitte. Ja, danke. Also ich bin ja selbst ein großer Verfechter dieser Kombination aus Tradition und Technologie. Deswegen war es toll, das bei euch zu sehen, ein Traum, diese Herangehensweise, die Innovation. Und genau, bedanke mich für den Preis und dass es euch gefallen hat. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ganz, ganz toll, ganz toll. So, ja, ich würde sagen, wir kommen zum Siegeroutfit, liebe Kerstin. Ja, der erste Preis geht an jemanden, wie könnte es auch anders sein, der Workwear perfekt mit Couture vereint hat. Wir lieben die Metamorphose und Heritage. Der erste Preis ist für dich. Lieber Juan Camilo. Herzlichen Glückwunsch, lieber Juan. Komm gerne einmal in die Mitte und hier dein Mikro. Also, hast du dich gefreut? Ja, also ich bin richtig, richtig glücklich. Das ist auf jeden Fall ein Traum. Mit meiner Geschichte und alles so, dass ich weitermachen musste. Und nur Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Einmal ins Mikro. Du warst wirklich sehr, sehr einzigartig und wir können es ja gerade noch mal zeigen. Das war von dir, richtig? Ja, das ist mein Look. Das ist sehr variierte. Das ist eine richtig schöne Kombination. Ein variierter Look, ja, aus Kombination, genau. Also man kann verschiedene Metamorphosis machen, also verschiedene Bewegungen machen, also hier zum Beispiel einen Rock machen, alles hier magnetisch. Es ist richtig, richtig schön. Oh, vielen, vielen so Dank. Vielen, das vielen, vielen schön. Dank. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Danke. Ich würde dich gerne umarmen, aber du weißt. Danke schön. Ja, vielen Dank, liebe Kerstin. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an das gesamte Strauß-Team. Ja, und das war's schon mit unserer großen Preisverleihung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich war das eine Riesenehre, euren Award zu hosten. Ich hatte ganz, ganz viel Spaß, auch am Wochenende bei euch bei Strauß. Aber nicht vergessen, am Mittwoch geht's schon weiter mit dem Strauß-Talk Proudly Made in Bangladesh. In der Podiumsdiskussion sprechen Peter Tauber, Tanja Gönner und Alexander Kohnstamm zum Thema Bildung und Hightech für eine nachhaltige Entwicklung. Außerdem sehen wir unsere Finalistin Shirin. Liebe Shirin. Außerdem sehen wir unsere Finalistin Shirin wieder. Sie erklärt uns, welche Rolle das Thema Nachhaltigkeit in ihren Entwürfen spielt. Ja, es wird mega spannend. Schalten Sie ein und vielen Dank und bis bald.